Mein Name ist Markus Verlin, ich bin Geschäftsführer von WKI Immobilien. Wir sind ein Vollanbieter in Sachen Immobilien, das heißt von der Hausverwaltung über Immobilienmaklerei bis zur Bauträgerei sind wir für alle Bereiche in Kärnten zuständig. Meine Story, ja, das ist eigentlich der Einstieg in mein Berufsleben. Ich bin ja Schulabbrecher, wie man so schön sagt. Ja. Das heißt, ich habe das Gymnasium nach der 5. geschmissen und bin in eine Bürokaufmannlehre gegangen. Vielleicht nicht das beste Vorbild, also im Nachgang betrachtet könnte man sagen, Schule fertig machen. Aber was das Wichtige ist, ich habe während meiner gesamten Ausbildung zum Bürokaufen auch nebenbei Ausbildungen gemacht im Bereich Buchhaltung und ähnlichen Dingen und habe immer wieder versucht, Arbeit an mich zu bringen, die andere Leute nicht machen. Habe so die Aufmerksamkeit der Geschäftsführung im positiven Sinne auf mich gebracht und habe dann im zweiten Lehrjahr zum Beispiel schon einen eigenen Lehrling zum Ausbilden gehabt. Im dritten Lehrjahr dann eine zweite Person, die für mich in meiner Abteilung gearbeitet hat und habe es so geschafft, mit Aus- und Weiterbildung einen Karriereweg einzuschlagen, sodass ich quasi am Ende meiner Lehrzeit das Angebot bekommen habe, nach dem Bundesheer, dass in Österreich ja verpflichtend ist, wieder zurück zur Firma zu kommen. Das habe ich dann gemacht, habe dann die Leitung der Materialwirtschaft übernehmen dürfen, durch Aus- und Weiterbildung im Bereich Kalkulation, Controlling und Ähnliches. Ist es mir dann gelungen, im Alter von 22 Jahren einen Großteil des Einkaufsvolumens eines Kärntner mittelständischen Unternehmens abzuwickeln. Und das war noch in Schillingzeiten und im Endeffekt ist es jetzt so, im Euro waren das ungefähr so rund 10 Millionen Euro, die über meinen Schreibtisch gelaufen sind und das ist für einen 22-Jährigen doch eine größere Summe gewesen. Ja. Meinen Karriereweg geprägt. Vielleicht nehmen wir aus meinem zweiten Karriereschritt in die Selbstständigkeit eine Anekdote, die mich doch geprägt hat. Geht nicht, gibt es nicht. Ja. Wir hatten in dem Büro, wo ich gearbeitet habe, als Berater einen Bürorekord mit 26 Kundenterminen, ausgeführten Kundenterminen in einer Woche. Ein Kundentermin dauert so 2 Stunden plus Abfahrt, Anfahrt. Also da geht schon einige Zeit auf und es hat geheißen, dass dieser Rekord nicht brechbar ist und ja, seit ich den Rekord in Angriff genommen habe, gibt es den neuen Rekord mit 32 Kundenterminen in diesem Büro und der ist bis heute nach 25 Jahren noch immer ungebrochen. Das heißt, für mich gilt das Motto, geht nicht, gibt es nicht und das ist dann, nachdem ich das geschafft habe, ist es mein Lebensmotto geworden, dass immer etwas mehr noch geht. Mich persönlich inspiriert haben viele Leute. Es gibt jetzt keine eigene Persönlichkeit. Also ich lese sehr viele Biografien. Aufgrund meines Berufes höre ich sehr viele Alltagsgeschichten, positive wie negative. Und ich versuche aus jedem Gespräch immer etwas, eine Erkenntnis zu erlangen. Und mit dieser Erkenntnis auch mich selber etwas besser zu machen und in dem Fall nennen wir es einfach Erleuchtung zu erlangen, dass immer wieder der Weg nach vorne quasi einen Schritt besser machen kann. Erleuchtend erzählt ist für mich ein tolles Projekt, um die Möglichkeit für Jugendlichen zu schaffen, sich erfolgreiche Unternehmen, erfolgreiche Unternehmer anzuschauen, Führungspersönlichkeiten, um hier Inspiration zu bekommen für den beruflichen Werdegang, für die Zukunft, was alles möglich ist. Diese Lampe, ja, im Endeffekt, weil sie im Büro bei uns steht, aber sie hat für mich trotzdem einen besonderen charakteristischen Zug, und zwar so wie das Leben ist, sie ist flexibel. Ja. Man kann sie nach oben, nach unten biegen, man kann sie in die richtige Richtung lenken, man kann das Richtige beleuchten und man kann auch noch das Leuchtmittel austauschen und das Ganze ins richtige Licht nochmal bringen. Und im Endeffekt, so wie das Leben ist, es muss flexibel sein und immer zielorientiert.